Also, wir haben jetzt wieder 7 Uhr. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Flohmarkt. Und zwar gehe ich heute ein kleines Risiko ein. Ich bin sonst immer zu Standardflohmärkten gefahren, in Neuss, die ich kenne und wo ich weiß, da gibt es auch hundertprozentig was zu holen. Heute fahre ich mal nach Düsseldorf. Da ist ein kleiner Antikflohmarkt. Habe ich jetzt das erste Mal gelesen. Also, da ja, ist jeder als Antikflohmarkt angepriesen. Aber da gibt es keine Neuware und da bin ich mal sehr gespannt, was da zu holen gibt. Da fahren wir als erstes hin zum Düsseldorf Flohmarkt und danach fahren wir nach Neuss. Und einer ist noch hier in Mönchengladbach, der ist ein relativ kleiner, der ist aber auch immer samstags und einmal im Monat ist er auch sonntags an der Trabrennbahn. Ja, da fahren wir vielleicht auch noch hin. Wir schauen mal, was die Zeit sagt und was der Geldbeutel sagt und dann würde ich sagen, bis später, Leute. Ja, eigentlich ein Zehner, weil das ein richtig. Ja, hi Leute, hier bin ich wieder. Ja, der Antikflohmarkt, ne, war wie zu erwarten leider ein kleiner Reinfall. Hab da trotzdem ein Spiel gefunden. Muss ich später mal gucken. Ich meine, da gab es früher mal eine Zeichentrickserie von, aber das werde ich euch später in den Pickups näher bringen. War jetzt auch gerade an der Jagenbergstraße bei Metro in Neuss. Ja, war leider zu spät da, ne? War schon alles abgegrast, nur noch Sportspiele da. Ich fahre jetzt nochmal zur Trabrennbahn, guck mal, ob ich da noch irgendwas schnappen kann. Ansonsten sehen wir uns später zurück zu den Pickups. Jo, Leute, zurück von der Trabrennbahn und hier hat's gescheppert, Leute. Voll cool. Hab hier nochmal kräftig zugeschlagen. Waren ein paar gute Angebote. Ein Spiel, wo ich mich sehr darüber freue. Sobald der zweite Teil von rauskommt, ich glaube, ihr wisst wohl, was ich meine. Habe ich mir ein bisschen was kosten lassen, das heißt ein bisschen was, also allzu teuer war das nicht. Bis später, Leute, zu den Pickups. So, Leute, zweite Runde Pickups. Erstmal möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen an die Leute, die mich abonniert haben und die mir auch die Chance geben, meinen Kanal weiterzuführen, ein bisschen höher zu bringen. Und ich gebe mein Bestes. Ja, nichtsdestotrotz, ich war heute Morgen auf drei Flohmärkten. Ich habe mir einen in Düsseldorf rausgesucht, das war ein Antikflohmarkt. Ich habe mir den extra rausgesucht, Antikflohmarkt, weil in der Anzeige vom Flohmarkt stand keine Neuware, nur Antik, für jeden etwas dabei. Ja, habe ich gelesen, habe ich mir gedacht, hört sich super an. Bin eine halbe Stunde von mir aus hingefahren, komm an. Ich weiß nicht, ob es jeden stört, mich stört es ein bisschen, wenn die Leute ein paar Gebühren haben wollen. Ja, im Umkreis war nichts frei, aber auch alles abgesperrt, alle Seitenstraßen waren abgesperrt und 2 € Parkgebühr, weiß nicht, die Welt gut, haben wir bezahlt. So, ich ab auf den Flohmarkt, ja, und hab den leichten Kulturschock bekommen, weil Antik war wirklich Antik. Ja, hier ein paar alte Gläser, da ein paar alte Möbel und hab mir gedacht, oh mein Gott, sollte ich vielleicht doch direkt lieber fahren. Gut, hast 2 € Parkgebühren bezahlt. Habe ich mir gedacht, gehst du mal rum, schaust mal nach. Was ich nicht gesehen habe, war dann, die Leute hatten draußen aufgebaut mit Antikmöbeln und es ging aber noch in eine Halle rein. Da bin ich draußen mal kurz rumgegangen, habe ein bisschen rumgestöbert, aber war für mich natürlich nichts dabei. Geschweige denn, wenn ich einen guten antiken Schrank gekauft hätte, wie soll ich den in meinen kleinen Fiat Punto bekommen? Das wäre ein bisschen schwierig geworden. Ja, also bin ich in die Halle reingegangen und da waren dann wirklich mehrere Leute mit Videospielen, ein paar kleine Actionfiguren. Und dann bin ich auf einen Stand zugesteuert, der hatte obendrauf mehrere Videospiele liegen und hatte ein SingStar-Mikrofon liegen. Ich wollte erst fragen, was das SingStar-Mikrofon kostet. Wie gesagt, ich wollte ein paar Sachen abgeben. Unter anderem sind da ein paar SingStar-Spiele bei und ist natürlich nicht verkehrt, wenn man da das Mikrofon dazu hat. Ja, ich habe dann unter den Tisch geguckt und zwar hatte die gute Familie da eine Kiste stehen mit mehreren PlayStation 2-Spielen, unter anderem EyeToy, SingStar natürlich, aber auch nicht die Top-Titel. Ich habe mir dann rausgesucht, da gab es früher, ja, es war mehr eine Puppenspielserie. Ich habe im Video vorher gesagt, eine Zeichentrickserie, aber ich habe mir rausgesucht, habe ich vorher noch nie gesehen. Thunderbirds. Komplett mit Anleitung. Wer ein bisschen älter ist, kennt die Thunderbirds vielleicht noch. War eine Puppenspielserie. Habe ich so auch noch nie gesehen. Thunderbirds. Habe ich mitgenommen. Habe ich 1,50 € für bezahlt. Ich habe mal geschaut, was das Spiel so bringt.
Also ich werde es natürlich in meine Sammlung stellen, das bleibt bei mir, weil ich selber so noch nie gesehen habe, habe mal geschaut, was das hier so bringt. Ist unterschiedlich, bei Amazon geht es für 35 inklusive Versand. Bei eBay Kleinanzeigen habe ich es ja überhaupt nicht gefunden. Ja, andererseits kriegt man es bei Konsolenkosten, die haben es von 11 auf 4 Euro runtergesetzt. Also keine Ahnung, was das Spiel wert ist, ich werde es eh nicht weitergeben. Kommt in meine Sammlung, alles super. So, dann bin ich weitergefahren, weil ich mir gedacht habe, wir haben Antik leider nichts mehr gefunden, bin ich zur Jagenbergstraße gefahren nach Neuss. Zum Flohmarkt, da fahre ich schon mal öfters hin. Normalerweise ist der Flohmarkt alle 2 Wochen. Verurteilt mich nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall stand in der Anzeige vom Flohmarkt, jetzt den Kundenwünschen entsprechend alle 2 Wochen Flohmarkt. Ja, bin ich hingefahren, war auch erst spät da, war um 7:30 in Düsseldorf, bin da bis 7:45 rumgegangen, war erst gegen 9, kurz nach 9 in Neuss auf der Jagenbergstraße. Was habe ich da gefunden? Ja, Neuss. Ich weiß nicht, ob sie da mitgenommen hätte, ich fand es ganz okay. Und zwar ist das für die Xbox Classic. Leider nicht in Originalhülle, habe ich einmal Halo 1 mit Anleitung mitgenommen. Anleitung ist im guten Zustand, kann man echt nicht meckern. Die CD ist auch im guten Zustand, kann man auch nichts zu sagen. Und einmal Halo 2 für die Xbox Classic mitgenommen. Auch hier ist die CD im guten Zustand und hier war dann auch die Anleitung dabei, auch im guten Zustand. Leider keine Originalhüllen, aber was habe ich bezahlt? Ich habe 50 Cent pro Spiel bezahlt. Mit Anleitung kann man nicht meckern. Der gute Herr wollte erst 3 Euro pro Spiel haben. Da habe ich mir gedacht, Leute, tut mir leid, aber die Originalhülle ist nicht dabei. Vielleicht hätte ich es mir dann überlegt. Hat dann gefragt, was wollen sie denn geben? Da habe ich gesagt, ja, 50 Cent pro Spiel vielleicht. Hat schon auf eingelassen, super. Für 2 Halo-Spiele 1 Euro bezahlt mit Anleitung. Vielleicht finde ich die Hüllen irgendwo für die Xbox Classic. Habe auch selber noch keine Xbox Classic, ist aber eine Konsole mit der Xbox 360, die ich mir auf jeden Fall einen Abend schaffen will. Dann habe ich einen Stand weiter gefunden. Ein Max Payne 2 für die PlayStation 2. Auch im schönen Zustand, natürlich hier von Rockstar. Mit Anleitung, sieht fast neuwertig aus, Leute, super. CD ist auch im super Zustand, 0 Kratzer, alles super. Ja, das war dann der Jagenberg Flohmarkt. Dann habe ich mir gedacht, ja, ist ja heute nicht so toll gelaufen. Habe ich mir gedacht, komm, fahren wir zur Truckrennbahn, Heimatflohmarkt, ist eigentlich jede Woche. Jeden Samstag ist der Flohmarkt, fahren relativ viele Leute hin. Muss man schon sehr, sehr früh da sein. Wenn man da morgens um 5 Uhr da kommt, ist schon Taschenlampen mehr zu sehen. Also muss man schnell sein, man muss gut sein und mitten in der Nacht aufstehen, dann findet man da seinen Schnapper. Also ich war dann gegen 10 Uhr da, hab mir gedacht, schnell mal rüber, keine großen Hoffnungen mehr gemacht. Nichtsdestotrotz habe ich da schöne Sachen gefunden. Wieder für die PlayStation 2 und ein PC-Spiel, ein bisschen PlayStation 2-lastig, aber wie man sieht, PlayStation 2-Spiele kriege ich im Moment wie Sand am Meer. Was habe ich gefunden? Ich habe pro Spiel 1 Euro bezahlt. Das war aus so einer Grabbelkiste von so einem Entrümpler. Sind ein paar Spiele bei, die nicht unbedingt den großen Sammlerwert haben, die aber für mich, für meine Sammlung, einen relativ hohen Wert haben, weil ich die gerne in meiner Sammlung hätte. Und zwar habe ich mir einmal mitgenommen World Series of Poker. Ich bin ein großer Poker-Fan. Und Leute, wenn jemand von euch Poker spielen will, geht euch diese World Series Spiele holen. Super Spiele. Wenn man mal ein paar Stunden chillig was spielen will, Poker. 1 Euro. Dann habe ich gefunden, das ist ein kleines Highlight. Ratchet & Clank, Size Matters, auch im super Zustand. Ich will für die PlayStation 2 so viele Exklusivtitel wie möglich zusammengekommen. Ob ich alle zusammenbekomme, ist natürlich eine Traumvorstellung, aber ich versuche es zumindest. Ne? So viele wie möglich, auch die Titel, die mir zusagen, zusammenzubekommen.
Ja, Widget und Clang Size Matters, 1 Euro. Dann hatte ich mal Bock, habe ich noch nie gespielt, ein kleines Boxspiel auf der PlayStation. Ja, Knockout Kings 2001, schon ein paar Jahre her. Habe ich mal einfach mal mitgenommen. Anleitung ist hier auch ein bisschen abgeranzt, aber die CD, ja, ist in gutem Zustand. 1 Euro mitgenommen. Dann bin ich ein großer Dart-Fan. Ich weiß nicht, ob ihr auch die Dart-WM verfolgt. Bis immer Ende des Jahres. Bin ein großer Dart-Fan. Hab mir dann PDC World Championship mitgenommen. Auch hier komplett mit Anleitung. Das CD ist auch in gutem Zustand. Auch hier 1 Euro bezahlt. Kann man nicht meckern. Ich bin zufrieden damit. Es sind ein paar Spiele dabei, die ich gerne mal testen würde. Und dann habe ich mir ein Spiel mitgenommen, das kenne ich von früher, Leute. Kann ich nicht, kann ich schon viel zu sagen, möchte ich aber nicht mehr viel zu sagen. Und zwar würde das, glaube ich, nicht so gut kommen. Leute, wer über dieses Spiel mehr erfahren möchte, soll sich selber bitte Gameplay angucken. Ist von Rockstar, State of Emergency. Rockstar Game. Leider nicht in der Originalhülle. Ich glaube, der Verkäufer wusste schon warum. Ja, aber mit Anleitung. 18er Titel, Stage of Emergency. Leute, guckt euch Gameplay an. Vielleicht versteht ihr dann, warum ich nicht mehr zu dem Spiel sagen will. Ist in der heutigen Zeit ein bisschen kritisch. So. Dann bin ich einen Stand weitergegangen und habe vor längerer Zeit mal gelesen, dass die Herr der Ringe-Spiele von Lego, dass die Lizenz ausgelaufen ist von den Herr der Ringe-Spielen. Und dass sie eventuell wertig ein bisschen steigen werden im Laufe der Zeit. Und wie der Zufall es will, habe ich leider nur für den PC Herr der Ringe Lego bekommen. Mit Anleitung. CD im guten Zustand, Hülle ist auch top. Und zwar habe ich gelesen, dass dieses Lego Herr der Ringe das erste Lego-Spiel war mit Sprachausgabe. Heutzutage gibt es das wohl nicht mehr. Und die Lizenz ist ausgelaufen von Herr der Ringe für Lego. Habe ich mitgenommen, habe ich 1 Euro für bezahlt. Schauen wir mal, ob das in meiner Sammlung bleibt oder nicht. So, dann habe ich noch gefunden, wieder einen Exklusivtitel. Muss ich hier ein bisschen die Flecken mal wegmachen. Habe ich noch nicht gemacht, aber wird natürlich gemacht, bevor das in die Sammlung geht. Exklusivtitel, 24 Hours, Top-Zustand. CD auch super. Habe ich 1,50 Euro für bezahlt. Ja, ein Exklusivtitel für meine Sammlung. Bleibt auch in meiner Sammlung. Dann habe ich mich sehr gefreut, und zwar bin ich noch ein bisschen rumgestöber. Die Zeit ist mir auch wieder ein bisschen weggelaufen, weil wie immer sonntags muss meine Frau in den Stall ein bisschen arbeiten. Ich habe da immer nur bis knapp 12 Uhr Zeit, habe aber dann, Gott sei Dank, an einen Stand. Ich hatte mir das die Tage schon mal im GameStop geholt, habe dafür 12 Euro bezahlt, aber mein Neffe hatte dieses Spiel auch noch nicht gespielt und habe das dann meinen Neffen gegeben und habe gesagt, nimm's, zock's in Ruhe durch, vielleicht... Vielleicht willst du es irgendwann wieder haben. Vielleicht kannst du es verhalten. Mein Neffe hat auch eine PlayStation 3 und eine PlayStation 4. Hab sie ihm in die Hand gedrückt, er wollte es unbedingt spielen. So, nichtsdestotrotz habe ich dann gefunden: The Last of Us. In einer schönen Schutzhülle. Top-Zustand, Leute. Top-Zustand. Wie neu. Wie neu für die PlayStation 3, The Last of Us. Ich habe selber noch nicht gespielt, aber es kommt ja jetzt bald der zweite Teil raus. Und ich will auf jeden Fall vorher den ersten Teil spielen. Auch ein PlayStation-Exklusivtitel natürlich. Schön in Schutzhülle. Habe ich jetzt 5 Euro für bezahlt. Aber da kann man wirklich nicht meckern für 5 Euro. Die Last of Us Top-Zustand. Immer schön Schutzhülle zum Wiederverschließen. Die übrigens super toll sind. Ne? Für Spiele, die ihr schützen wollt, Leute. Die sind, wenn ihr die haben wollt, guckt mal im Internet. Die sind gar nicht so teuer, diese Schutzhüllen. So, dann hatte ich ein paar Deals mit meinen Arbeitskollegen. Das war der Flohmarkt, das sind meine Flohmarktschnapper gewesen. Dann hatte ich ein paar Deals mit Arbeitskollegen. Meine Arbeitskollegen wissen natürlich, dass ich sammle. Und ja, vor längerer Zeit hatte ich dann einen kleinen Xbox 360-Deal mit einem Arbeitskollegen von mir.
Und er hat mir 2 Euro pro Spiel gefragt, konnte ihn aber nachher noch ein bisschen runterhalten, sag aber nicht genau, weil ich bezahlt habe jetzt ganz genau. Möchte ich einfach nicht, wenn ich was von Arbeitskollegen bekomme, dass ich da Großpreise bekannt gebe oder so, weil ich dankbar bin, dass die Arbeitskollegen überhaupt an mich denken. Unter anderem habe ich bekommen einmal die Xbox 360 Kinect-Kamera. Super schön im Zustand. Wie gesagt, die Xbox 360 will ich mir noch anschaffen. Dann habe ich einiges an Spielen bekommen. Und zwar einmal Splinter Cell. Komplett mit Anleitung. Einmal Hitman. Einmal mit Anleitung. Ich freue mich sehr darüber. Hitman, Blood Money. Hitman ist eins der wenigen Spiele, die ich auch noch nicht gespielt habe. Und eigentlich dieses Stealth-Schleichspiele wie Metal Gear Solid früher oder so, soll ja ähnlich sein, Hitman. Habe ich Bock drauf. Dann habe ich einmal bekommen Driver. Leider ist hier das Cover ein bisschen eingerissen, aber komplett mit Anleitung. Dann habe ich leider einmal bekommen Medal of Honor, aber in einer nachgemachten Hülle ohne Anleitung. Einmal bekommen Terminator, die Erlösung, auch hier leider ohne Anleitung. Flashpoint, Dragon Rising, auch leider ohne Anleitung. Geht noch weiter, Leute. Also das war wirklich... Mein Arbeitskollege hat mich reich beschert. Dann habe ich noch einmal bekommen GoldenEye Reloaded. Für den guten Zustand leider auch wieder ohne Anleitung. Dann einmal für die Kinect. Kinect Adventures oder Abenteuer. Leider ohne Anleitung. Dann ein Spiel... Das hat mir wirklich Bock gemacht. Ich hatte früher schon mal eine Xbox 360 und das ist ein Top-Koop-Spiel meiner Meinung nach. Wenn ihr einen guten Kumpel habt und ihr kommt gut miteinander klar, versucht das Spiel durchzuzocken, sprecht euch untereinander ab, braucht kein Headset dafür oder so, setzt euch einfach zusammen auf die Couch, es macht mega Bock. Army of Two. Hat mich auch sehr gefreut, dass ich das Spiel wieder habe, aber leider ohne Anleitung. Dann habe ich bekommen Dead Space 2. Hier komplett 2 CDs mit Anleitung. Super cool. Dann habe ich einmal bekommen Blur. Ja, ein futuristisches Autorennspiel. Hier komplett auch mit Anleitung. Hier steht der originale GameStop-Preis noch drauf, was mein Kollege mal bezahlt hat. Habe ich natürlich nicht mehr bezahlt. So, dann nochmal Medal of Honor Limited Edition, eben in der schwarzen Hülle gehabt, jetzt in der Originalhülle, komplett mit Anleitung. Sehr cool, Medal of Honor Spiele machen auch immer mega Bock. Und als letztes habe ich bekommen einmal Blitz The Leech für die Xbox 360. Freue ich mich auch drüber, Football-Spiele auch. Machen mir auch immer wieder Spaß, für hin und wieder mal zu zocken. Schon cool. So, dann kommen wir zum weiteren Deal mit meinen Arbeitskollegen. Und zwar den nenne ich jetzt einfach mal bei Namen, der Frank von meiner Arbeit. Möchte ich auch nochmal Danke sagen, Frank. Kam die Tage zu mir hin und hat gesagt, hör mal, ich habe hier noch ein Xbox 360 Spiel zu Hause, möchtest du das haben? Und noch eine Hülle. Eine Leerhülle, aber da kannst du bestimmt nichts mit anfangen, sagt der Frank. Ich habe gesagt, Frank, bring mir das Spiel mit, bring mir die Hülle bitte auch mit. Ich gehe mir das Spiel einfach dazu holen und habe dann das Spiel komplett. Ja, auf den Frank ist Verlass. Was hat er mir mitgebracht? Einmal Far Cry 2 für die Xbox 360. Komplett mit Anleitung. CD ist in gutem Zustand. Danke, Frank, hierfür. So, dann hat der Frank mir mitgenommen, das Spiel suche ich auch schon länger, für die PlayStation 3. Leider nur der Pappschuber.
Max Payne 3, aber der Pappschuber ist im assreinen Zustand. Da habe ich mich tierisch drüber gefreut. Das Spiel, das werde ich mir jetzt eventuell da irgendwo im Flohmarkt mal holen oder bei irgendeinem Anbieter neu holen. Ist auch nicht mehr der teuerste Titel, aber dann habe ich das schön im Pappschuber, Max Payne 3 und geht so in meine Sammlung. So, dann kam ein anderer Arbeitskollege zu mir und hat mich gefragt, ob ich diese ganzen Resident Evil Animation Filme mal gesehen habe. Zwei davon habe ich gesehen, Vendetta und einer fällt mir leider nicht mehr ein. Nichtsdestotrotz hat mein Arbeitskollege mir dann mal Resident Evil Degeneration mitgebracht. Werde ich mir mal angucken, kann man immer wieder mal gucken, denke ich mir. Ja, das war meine Flohmarkt-Ausbeute für heute, Leute. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich nächste Woche fahre. Nächste Woche ist Ostern. Wenn, dann werde ich ja spontan fahren, werde ich unter der Woche aber ein kleines Pickup-Video, kein Pickup-Video, sondern ein Unboxing-Video zeigen von der Box, die wir monatlich laufen haben. Da wird jetzt die zweite für kommen, für April. Und ja, ich werde noch ein bisschen streamen unter der Woche. Wer Lust hat, kann gerne reinschauen. Bis dann, Freunde. Ich bin raus. Euer Hometown Retro. Bis die Tage.